Willkommen zurück zu Final Fantasy X HD Folge 38. Und wir stehen kurz davor, Seymour zu begegnen, wie wir schmerzlicherweise in der letzten Folge herausfinden durften. Und ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt schaffen wir diesen Boss nicht. Dazu gibt es mehrere Faktoren, mehrere Gründe, die dafür sprechen. Und zwar eine Sache ist mein Sphärobrett, bei dem ich wohl ein bisschen zu lange in bekannten Gebieten unterwegs war, was dazu führt, dass ich noch keinen Hastgar habe. Ich muss mal kurz mal was schauen, bevor ich weiter erzähle. Hey, wir haben keinen Glücksseroiden, weil ich wollte vielleicht hier hoch, aber das bringt da nichts. Ergo, wir müssen erstmal hier weitermachen. So, jetzt gibt's hier Gemach. Da können wir übrigens gleich mal schauen, weil der gute Oren, der hat ja schon Gemach Gar. Woher hat er denn Gemach Gar, wenn es da oben gerade mal Gemach als erstes gibt? Moment mal kurz schauen, wo ist Orens Weg hier? Bodyguard? Wo hat er denn Gemach Gar her? Müsste doch eigentlich... Moment. Müsste eigentlich ein weißer Zauber sein. Also eine weiße Ability sein. Was das hier hast. So, dann ist Oren hier runter. Wo hat er denn gemacht daher? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir müssen mal kurz auf Oren gehen. So, wo ist sein Weg? Palim. Da ist er überall lang gekommen. Da gab es Magiebrecher. Bodyguard. Kraftbrecher. Ja, hier ging's los. Also irgendwo auf dem Weg hier muss er es bekommen haben. So, nochmal kurz gucken. Vernünftig. Wo zum Geier hat der Gemarker her? Gute Frage. Wo haben wir mit ihm den Gemarker gelernt? Weiß ich gar nicht, ey. Aus irgendeinem Grund hat der Gemarker. Vielleicht hat er das schon von Anfang an? Kann das sein? Nee, oder? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich das mit ihm gelernt habe, aber... Wie du siehst, ich find's nicht. Hier nicht. Magiebrecher. Gemarker. Ach so, das gibt's hier unten. Und dadurch, dass ich ja dachte, das hier ist Orens Weg, ist das natürlich dann logisch, dass wir hier Gemarker kriegen, weil es ja Titus Weg ist. Weil hier oben gibt's ganz normal mit Titus Gemach, normal. Und hier unten gäbe es dann auf regulärem Wege für Titus Gemarker. So, jetzt haben wir das gelöst, die Problematik. Jetzt muss ich allerdings nochmal kurz überlegen, weil ich habe nämlich eigentlich einen Fehler gemacht und habe jetzt in der letzten Folge einen weiteren Fehler gemacht. Und zwar stand ich hier kurz vor Hastgar und habe dann beschlossen, nicht weiterzugehen, weil das eben Titus Weg ist. Aber wir brauchen dringend Hastgar und ich glaube, mit Titus... Dauert das halt auch erstens noch eine Weile und zweitens wäre es eventuell klug, eventuell wohlgemerkt, wenn zwei Leute von uns Hastgar haben. Dementsprechend werde ich den Weg jetzt nochmal mit Oren dahin gehen, obwohl das jetzt als übertriebene Verschwendung ist, weil ich das gerade halt anders gemacht habe in der letzten Folge, ne? Aber nun gut, so viel dazu. So, mit ihr wollte ich mir ja heilen holen. Also Vitra, die nächste Stufe, Zauberabwehr. So, wir machen hier erstmal das Sphärobrett fertig und dann erkläre ich dir weiter, warum wir zum aktuellen Zeitpunkt Simo nicht schlagen können. So, was wollte ich mir hier holen? Kraftbrecher. Wollte ich mir das wirklich holen? Achso, ich wollte zumindest mal Level 2 Sphäroid und sowas aufmachen, ne? Genau, das habe ich ja gesagt. Wenn wir schon hier sind, dann können wir uns auch den Kraftbrecher holen, glaube ich. Ability-Steroiden, an denen mangelt es uns ja eher nicht so. So, was gab es hier oben? Zauberabwehr, glaube ich, ne? Genau, Zauberabwehr.
Können wir jetzt auch holen, jetzt wo wir hier sind. So. Mit Yuna. Yuna muss ich kurz mal überlegen. Yuna muss auch zu Vitra. Das heißt, sie muss auf jeden Fall schon mal hier rüber. Kannst du hier schon mal die MP mitnehmen? Wir werden uns natürlich, bevor sie dann hier runter geht, hier oben noch die MP holen. So, mit Lulu geht's endlich weiter Richtung besserer Zauber. Genau. So, damit haben wir das hier abgehakt. So, also wir brauchen Haska, ne? Aus dem Grund können wir schon mal jetzt nicht zu Seymour. Der zweite Grund ist, wir haben nur 10 Weihwasser. Ergo, ich muss nochmal zu Oakas Bruder zurück. Der hat, glaube ich, Wands oder so ähnlich heißt. Irgendwas mit W. Da müssen wir auf jeden Fall Weihwasser holen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist der wahrscheinlich aussagekräftigste. Und zwar hat er ja diese Doppelklinge gemacht, die an allen unseren Charakteren 2500 Schaden Pi mal Daumen gemacht hat. Und um das abzumildern, bräuchten wir Protes. Und ich schau mal ganz kurz, irgendeiner unserer Gegenstände macht tatsächlich Protes. Da muss ich kurz mal schauen, wo war das? Müsste eigentlich theoretisch ein bisschen weiter unten sein, hier irgendwo. Protes. Wir haben nur 4 Gegenstände dabei. Also 4... viermal einen Gegenstand dabei, der Protes verteilt. Und dadurch, dass das Seymour Anti-Zed macht, mit dem er uns debufft, nimmt er uns das immer wieder weg. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall diese 2500 Schaden, da kannst du dir ziemlich sicher sein. Wenn wir jetzt nochmal aufs Sphärobrett gehen, da können wir ja mal bei Yuna schauen, ob wir da irgendwo Protes bekommen. Wenn wir jetzt hier nämlich mit Yuna hier nach unten kommen würden, kommen wir hier zu Vitra. Dann geht es hier weiter. Palim, palim. Gibt es hier Shell. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiter gehen, dürfte es eigentlich... Ach, das hier ist Wakas Weg. Das ist ja witzig, dass wir hier da... Warte mal, ich bin kurz verwirrt. Das hier ist Lulus Weg. Ah. Das wäre quasi Yunas Möglichkeit, sich hier unten Bio zu holen. Deswegen ist hier nochmal so ein kleiner Shortcut drin. Beziehungsweise teilen die sich nochmal kurz den Weg. So, wenn wir nämlich hier Shell uns geholt haben, geht es dann hier weiter. Und ich gehe stark davon aus, ich habe das jetzt noch nicht überprüft. Ich gehe davon aus, hier wird es Protes geben. Und tatsächlich gibt es hier Protes. Und Protes wird dringend benötigt. Ansonsten, die Alternative wäre, wenn wir nicht Protes haben. Moment, da muss ich nochmal kurz zurückgehen. Die Alternative wäre, wenn wir dann Orin, Waka... Ja, Orange und Wacker zum aktuellen Zeitpunkt kämpfen lassen. Weil die einzigen sind, die das eben überleben können, diese Attacke, die 2500 Schaden macht. Jeder andere würde daran verrecken. Vielleicht Titus noch, wenn er Glück hat. Und vielleicht... Nee, eigentlich nur Titus, wenn er Glück hat. Je nachdem, wie viel Schaden es halt macht und wie gut wir gebufft sind, etc., etc. Was mich dann letztendlich zu der Lösung gebracht hat... ich werde jetzt ein bisschen offscreen spielen, also ich sage jetzt mal grob eine Viertel, halbe, vielleicht auch dreiviertel Stunde, die ich dich nicht mitnehmen werde. Werde in der Zeit auch zu dem Händler zurückgehen, wir da mehr ein bisschen Weihwasser holen, werde hier ein bisschen leveln und wenn ich dann ein paar S-Level mir angesammelt habe, ich nehme mal als grobe Richtlinie 10 pro Charakter. Wenn ich das geschafft habe, nehme ich dich wieder mit rein in die Aufnahme und wir skillen gemeinsam auf dem Sphärobrett und schauen, ob wir so weit kommen, also das skillen können, was wir brauchen, um Seymour zu besiegen. Ne? Einziger Weg, beziehungsweise der einfachste Weg, um uns zu stärken, ohne zu viel Ressourcen zu verschwenden. Beziehungsweise ohne uns zu viel Mühe zu machen. Ne? Oder dir in dem Fall. Weil das werden sonst vermutlich 2, 3, 4, 5 Versuche an Seymour, wovon einer dann vielleicht irgendwann mal glücklich ist. Also das Weihwasser müssten wir uns sowieso holen, aber selbst mit dem Weihwasser wird es schwer bis unmöglich. Na, deswegen werde ich das jetzt so machen. Ich werde dich dann wieder dazu holen, wenn ich meine S-Level und das Weihwasser geholt habe. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns gleich quasi in ein paar Momentchen für dich an genau dieser Stelle hier wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Knappe 2,5
Stunden später. Mit Ingame-Zeitrafferfluch mal 4 hat das trotzdem so lange gedauert. Ich hatte zwei leichtsinnige Tote und einen unglücklichen. Also eigentlich 3 leichtsinnige Tote hinzunehmen, nachdem ich schon 10 oder 11 Kämpfe hatte. Ja, da bin ich dann irgendwie dann auf die Idee gekommen, einfach nach jedem zweiten, dritten Kampf abzuspeichern, wenn mir das sonst auf den Sack geht, noch mehr als ohnehin schon. Aber, wie du hier siehst, es hat sich gelohnt, jede Menge S-Level gemacht und zum Beweis, dass es wirklich so lange gedauert hat, zeige ich dir mal das hier. Das war unser letzter Speicherpunkt, den wir hier gemacht haben. Als wir die Folge beendet haben, die letzte. Das ist leider ein Zwischenspeicherstand. Da habe ich aus Versehen mal einen neuen angefangen. Wollte ich gar nicht. Und das ist der. Das ist im Prinzip die Verbindung zu dem. Und wie du siehst, von 0.04 bis 2.31 Uhr hat das gedauert. Also haben wir es jetzt, ich weiß gar nicht genau, 2.36 Uhr oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. So lange hat es auf jeden Fall gedauert. Aber, es hat sich auch gelohnt. Zum einen siehst du unten das Geld. Die Chill, die wir haben. Zum anderen haben wir jede Menge S-Level. Mit Yuna mit Absicht 11 S-Level. Dazu kommen wir jetzt. Wir fangen mit Titus an. Und zwar werden wir... Ah, jetzt muss ich erstmal kurz nachdenken. Nicht, dass ich da irgendwo einen Patzer mache. Bestechen. Könnten wir uns theoretisch holen. Wo würden wir denn sonst von da kommen? Was ist das denn? Chill, Raub. Ah, das ist hier Endzone von Rikus Weg sozusagen. Oder? Moment, wir können auch nochmal schauen hier. Haben wir noch irgendwo andere Skills auf normalem Weg? Kommt mir alles nur noch, kommt mir immer nur noch mit Level 4 oder Level 3 Sphero-Pässe durch. Das ist ja hardcore. Aber im Prinzip, dieser Weg hier, Palim, Palim. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Bestechen. Könnten wir uns theoretisch holen? Moment, schau mal ganz kurz. Könnten wir uns wirklich tatsächlich holen? Ich weiß halt bloß nicht, was Bestechen bringt. Das machen wir. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir machen es. Und wir gehen sogar hier hin, dass wir die HP noch mitbekommen. Wir können jedes bisschen HP gebrauchen bei Seymour, weil... Kleiner Spoiler, aber es ist kein großer Spoiler, weil wir da eh gleich hinkommen werden mit Yuna. Wir schaffen natürlich mit 11 S-Level nicht mal im Entferntesten, nicht mal annähernd, schaffen wir es damit zu Protest zu gelangen. Und das wiederum bedeutet auch, Moment, wir schaffen es auch nicht mit Titus, zu Haskar zu kommen. Aber wir haben eine Alternative. Und zwar mit Auron können wir da hinkommen. Und mit Auron werde ich das auch machen, weil es einfach essentiell für diesen scheiß Bosskampf ist. Und ich werde auch nur das holen. Also, ich werde nicht jetzt noch darüber gehen und den Retard-Schock oder sowas holen. Das ist einfach... Oder Retard-Schock. Ich weiß immer noch nicht, wie das ausgesprochen wird. Wahrscheinlich wird es nicht so ausgesprochen, wie ich das denke. So. Damit zumindest einer Haskar hat. Und zwar meine Taktik besteht darin, Auron so gut es geht hochzuhalten. Damit er halt richtig fett Damage reinkloppen kann. Und er halt immer auf dem Feld stehen kann, damit er Haskar verteilt. So mein Plan. Deswegen werden wir auch nochmal ein paar Meter weitergehen, um hier die HP mitzunehmen. Das dürfte eher sowas bei 4000 knapp sein, ich weiß gar nicht genau. Aber irgendwie sowas in der Richtung. So, jetzt gehen wir hier mit Lulu weiter. Mal gucken, wie weit wir da kommen mit den S-Leveln. Ich habe im Prinzip nur bei Yuna geschaut, dass sie auf jeden Fall zu Vitra kommt. Damit wir nicht immer auf High Potions oder andere Items zurückgreifen müssen, die wir eventuell später noch gebrauchen können. Das heißt, Yuna wird auf jeden Fall auch langfristig auf dem Feld stehen. Müssen wir sehen, dass die dann überlebt, so gut es geht. Auch wenn es schwer wird.
theoretisch könnte... Ich muss mal kurz schauen, ob das klappt. Also wie steht im Moment hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie würde es sogar fast so Protest schaffen. Ganz schön krass. Oh, da bin ich sogar fast im Überlegen, ob ich darauf Bock habe. Beziehungsweise können wir ja hier dann, wenn wir hier bei Bio sind. Oh, das ist ja auch geil. Oh. Wenn dann hier bei Bio sind, können wir überlegen, dann den Shortcut mit dem Level 2 Sphero-Bass zu nehmen und hier einfach Protest mitzunehmen, ne? Deswegen, kurz mal schauen. Ach Quatsch, wollte ich doch gar nicht. So, kurz mal schauen, ob wir noch einen Level 2 Sphero-Bass haben. Hammer. So, Moment. Level 2 brauchen wir da, genau. Gut, dann kann ich eigentlich ruhigen Gewissens... ruhigen Gewissens erstmal da weitergehen. Wir kommen auch später dann noch zu Shell, wenn wir das möchten. Warum ist denn da... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, sorry. Ich habe gerade gedacht hier, das geht vielleicht rüber zu Waka oder sowas. Das wäre ganz schön verwirrend für mich gewesen. So. Zum Monsieren sehe ich endlich Bio. Ich habe richtig Bock auf Bio. Ich weiß gar nicht, ob wir Simo vergiften können. Wir werden es probieren. Ach, das ist ja gar nicht Bio. Scheiße, Bio gibt's erst hier drüben. Oh, ich habe mich schon so auf Bio gefreut. Gut, dann holen wir uns eben Zauberabwehr. Obwohl der dieser Simo gar nicht so viel Zauber macht, sondern da macht er eher körperliche Angriffe. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Kampf jetzt verlaufen wird. Ich fühle mich... Ich hoffe, wir sind deutlich stärker. Also sollten wir eigentlich sein. Ich kann mich da natürlich auch derbe täuschen. Aber schauen wir mal. Da fällt mir ein, jetzt wo wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich... Moment. Könnten wir eigentlich hier, weil hier kommt ja dann noch Yuna vorbei auf jeden Fall. Und Moment, ich muss kurz schauen, ob Lulu auch vorbeikommt. So, was haben wir hier? Palim, palim, palim. Badam, 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 badam. Hier könnten wir theoretisch einen Shortcut freischalten zu Vitra. Und dadurch, dass diese Chance uns gegeben ist, werde ich hier nämlich auch irgendwas freischalten, was dann gleich drei Charaktere bekommen. Muss kurz mal schauen, was das ist. Und ich tendiere tatsächlich zum HP-Spheroiden, weil Riku, Yuna und Lulu haben sehr, sehr wenig HP. Deswegen brauche ich gar nicht lange überlegen. Hoffen wir, dass das irgendwie was bewirkt. So. Jetzt gehen wir hier weiter. Machen wir die MP. Das dauert jetzt alles natürlich ein bisschen lange, das Skillen hier. Aber das wirst du dich schon gedacht haben. Magie könnte man hier nochmal lernen. Ne, das will ich nicht. Scheiß drauf. Obwohl. Hier wäre Shell. Shell mit Riku. I don't know. Ah, ich mach erstmal jemand anderen. So, mit Waka soll das eigentlich einfach sein. Das ist ein ganz normaler Weg, den jetzt geht. Mehr HP. Okay, der wird immer wichtiger als Tank. Allerdings immer weniger wichtig als Damage-Dealer, weil er halt so wenig Damage macht. Oh, Level 1 Sphero-Bass, den nehme ich. Warte mal. Das ist ja nicht so, als hätten wir von denen nicht genug. Und die HP, die können wir dann natürlich mitnehmen. So. Das wäre erledigt. Dann gehen wir hier weiter. Was gibt's hier Schönes zu lernen? Einmal HP. Kann sein, dass uns gleich die Spheroiden ausgehen, wenn wir Pech haben. Ah, nee, kann ja gar nicht. Wir haben ja jede Menge gekämpft. Kann ja gar nicht, sorry. Nochmal Angriffskraft, sehr gut. Was haben wir da? Der Schlafschock, okay. So, dann können wir weiter. Ach, das war's schon, okay. So, hier haben wir nochmal Angriffskraft. Mega geil. Und Magie, okay. Das ist nicht ganz so wichtig. So, jetzt wird's wichtig.
Jetzt muss man nämlich aufpassen. Eigentlich müsste es reichen. Wenn ich richtig gezählt habe, müsste es reichen. Wenn nicht, habe ich einen übelsten Fail gemacht. Aber eigentlich müsste es für Yuna reichen, zu Vitra zu kommen. Und das ist das Wichtigste. Dafür habe ich die 11 S-Level aufgebaut. So, Geschick. So, weitergehen. So, jetzt holen wir uns hier die HP. So. Genau, es geht genau auf. Wunderbar, genau wie geplant. Vitra, bam. So, Kimari. Wo warst du nochmal stehen geblieben? Achso, du wolltest dir noch die Zauberabwehr holen. Okay. Und dann holen wir uns noch die Zauberabwehr. So. Allesbrecher. Puh, Allesbrecher ist halt echt mächtig. Aber wir haben nicht so viele Level 4 Sphäropässe. Vielleicht nach Seymour. Aber das weiß ich halt jetzt noch nicht. Das weiß ich nicht, was der droppt, der Penner. Allesbrecher ist bestimmt geil. Also alles brechen halt, ne? Ich meine, braucht man nicht groß was dazu sagen. Stumpf. Nee. Ach, das ist ja Wakas Weg. Nee, Wakas Weg will ich ja mit Kimari gar nicht. Ah! Achso, boah, ich habe gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, wir müssen, ich habe ja gesagt, wir gehen mit Kimari denselben Weg, den Auron geht. Deswegen gehen wir denselben Weg, den Auron geht, gegangen ist. Und dann müssen wir mal schauen, ob das sich irgendwo aufsplittet. Kann ich jetzt noch nicht sagen. So, Kimari. So, Kimari fertig. So, jetzt wird es schwierig, nämlich mit Rico. Hole ich mir noch Shell mit Rico oder nicht? Hole ich mir noch Shell mit Rico oder nicht? Ach Gott, ey. Nee, eigentlich nicht. Es reicht, wenn Lulu das haben und Yuna das haben. Nee, das mache ich mit Rico nicht. Das ist zu viel des Guten. Dum-di-dum-di-dum. Wo ist denn Ricos Weg? Jetzt mal keinen Blödsinn machen, dass man da... Sag mal, was ist das hier? Fortuna, Palim Palim, Almosen. Und irgendwo hier müsste es doch dann auch Raub geben. Wo war denn hier Raub? Da oben ist Rauben. Palim Palim Palim, wir kommen hier lang. Hast du nicht gesehen? Da. Genau, das ist Rikus Weg. So, das heißt, wir müssen bis ganz hier hoch. Aber wir kommen sogar bis hier hin. Dass er dann endlich mal den Weg gehen kann. Alles klar. Kein Weg zurück. Jetzt geht es, gibt es keinen Weg zurück. Yes. So, zurück ins Menü. Jetzt geht es um die Ausrüstung. Bam, 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 bam. Und da habe ich auch noch eine Überraschung bezüglich Ausrüstung. Da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. So, hier gibt es nichts Geiles. So, Stein macht Simon nicht und Stumm macht er auch nicht. Ergo nehmen wir irgendwas anderes, was uns mehr nützt. Vielleicht einfach mehr HP. Notshell bringt uns gar nichts gegen den. Ich weiß nicht, also bis jetzt hat er nur körperliche Angriffe gemacht und halt diesen Verfluchzustand wegen Zauber. Deswegen tendiere ich tatsächlich zu dem in Anführungsstrichen billigen Wappen MP und HP plus 5%. Das mache ich. So, das hätten wir auch. Warte mal, wir sind noch gar nicht fertig. So, nächster Charakter. Wir müssen natürlich hier die Waffe wieder umswitchen. Mal kurz schauen, ob wir da auch die richtige jetzt haben. Ja, so lassen wir das. Nothast ist halt hier auch geil. Wenn der unter 50%, weil das es sich halt Hast gibt, weil wir eher debufft werden, ist dieses Nothast schon ganz schön cool. Und blind, wenn man ihn nicht gemacht hat, ich weiß nicht, ob es diese Abwehr 5% wirklich bringen.
Probier das mit dem Hass tatsächlich aus. Das werde ich tun. So, Adlerauge oder... Nee, das ist Rotz. Was haben wir denn im Moment? HP 10 und 15 und... Also insgesamt 15%. Das, da sollten wir fast so bei ihr bleiben, weil... Ansonsten wird sie keinen Schlag überleben. Auch nicht mit Full Life. Ja. So, was haben wir hier? Das ist natürlich Rotz für den Bossfight. Konter ist theoretisch cool, allerdings nicht wirklich sinnvoll für Wacker, weil der eh nicht viel Damage macht. So, sollen wir hier nochmal schauen, ob wir da was Besseres haben. Ich glaube, ich bin hier auch für Nothast. Oh, schau mal, wie viel Life der hat. 4218. Nothast finde ich ganz schön geil. Muss ich zugeben. Belladonna. Ja, das ist Rotz. Haben wir irgendwelche Trash-Mobs getroppt. Also was haben wir hier? Stumm und Konfus macht er nicht. Das heißt, vielleicht HP plus. Am ehesten HP plus bis jetzt. Vielleicht haben wir noch was Besseres. Ah, nee. Auf jeden Fall den Zombie-Schutz. Ich habe mir nämlich beim Bruder von Uaka gibt es nämlich, wie gesagt, diesen Leichenring. Der hat knappe 40.000 gekostet. Kannst du dir vorstellen, wie viel Chill ich hätte, wenn ich das nicht gekauft hätte? Und Z-Abwehr nochmal, aber Z-Abwehr bringt halt nichts. Aber Zombie-Schutz auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das lassen wir so. Hier bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich da Konter reinmachen soll. Durchschlag und Konter. Das mache ich auch. Weil Kimari macht schon ein bisschen mehr Damage als Waka und hat Durchschlag drauf, ne? Muss ich nicht groß begründen, glaube ich. Abwehr mache ich hier rein, weil alles andere macht keinen Sinn. Und jetzt kommt die geile Waffe mit Oren gleich. Nachdem ich mir hier noch ein anderes Band ausgesucht habe. Welches denn am besten? HP 10%? Was haben wir hier oben? 10% und Zombieschutz. Genau, da habe ich mir auch Zombieschutz gekauft. Das Ding hat glaube ich, knappe 23.000 gekostet. Da kannst du gerne nochmal in die letzte Folge reinschauen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil ich habe schon ganz viel Zeit verdrödelt, nur durch Skillerei und sowas alles. So, kurz überlegen. Haben wir jetzt alles? Wir haben kein Protes. Wir haben dafür Vitra mit Yuna und Riku. Wir haben Konter mit Oren. Wir haben Hastgar mit Oren. Und wir haben sogar einige, wir haben alle, ich glaube, wir haben alle Ekstase mit den Charakteren. Kann ich dir gleich nochmal beweisen. Ne, werden wir ja im Kampf sehen, ist nicht so wichtig. Und ich habe einige Bestia, dadurch, dass Yuna mehrmals die Ekstase-Leiste voll hatte, dadurch habe ich den Meisterruf gemacht und dadurch haben natürlich dann auch zwei oder drei Bestia eine Ekstase. Das heißt, wir machen hier und da mal einen Meisterruf. Nur, dass du Bescheid weißt. Wir werden die Kombi erstmal so machen. Nach und nach werde ich dann alle mal durchgeswitcht haben. Aber im Endeffekt wird dann höchstwahrscheinlich unsere Kombination sein. Yuna, Kimari... Ne, Kimari nicht, weil er so wenig Life hat. Ah doch. Yuna, Kimari und Oren. Das wird unsere Kombi höchstwahrscheinlich. Noch kein endgültiges, aber höchstwahrscheinlich wird das so kommen. So, dann werden wir nochmal speichern. Und zwar auf dem Speicherstand, auf dem Zwischenspeicherstand, sag ich jetzt mal. Und jetzt können wir endlich losgehen. 30 Minuten vorbei, es tut mir furchtbar leid, aber das musste einfach gemacht werden. Ja, sehr gut. Ja, und eh gleich ab. Wir machen auch hier gleich nochmal die Zeit schneller. Ich möchte jetzt nicht noch einen Kampf haben eigentlich. Abhauen will ich. Und tschüss. Dann muss man natürlich wieder heilen, Gelumpe. Damit sollten wir es doch eigentlich schaffen, oder? Komm schon, bitte. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Speicherpunkt bekommen. Jetzt baue ich nochmal die Gruppe um und zwar auf Oren. Oren wird auf jeden Fall von Anfang bis Ende auf dem Feld stehen.
Habe ich mit dem die Waffe gewechselt? Nee, habe ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Mit dem habe ich nämlich die geile Waffe bekommen. Durchschlag und Konter. Genauso wie bei Kimari. Plus bei Orion macht das viel mehr Sinn, weil der halt richtig fett mehr Damage macht. Da fällt mir ein, wir müssen noch was machen. Bevor wir weitergehen. Und zwar muss ich schauen, ob wir hier und da vielleicht was draufbauen können. Umbasteln können, was uns hilft. Zombie-Schutz. Ich fass es nicht. Alter, wie geil ist das denn, Mann? Oh, das ist ja pornös. Alter, wir können Zombie-Schutz drauf machen. Oh, das mache ich. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Okay, das ist jetzt live, wusste ich nicht. Okay, haben wir nice. Mit Titus Zombie-Schutz, Mann. So, was haben wir hier? Können wir da irgendwie vielleicht mehr Damage oder irgendwie sowas machen? Mal gucken, was wir so machen können. Ah, Tech-Spheroid. Haben wir öde. Ah, das ist es mir eigentlich nicht wert. Mir ist das Schwert viel zu schade dafür, dann da nur Angriff 3% drauf zu machen. Boin-Spheroiden braucht das, das Konter. Das ist ja hart, Alter. So, bam, 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 bam. Warte mal, nee. Warum hat der das immer noch ausgerüstet? Bin ich doof oder was? So, geiles Schwert her. So, das dauert jetzt noch einen Moment. Sorry. Aber das müssen wir leider tun. Glimmerstab. Ah, nee, das ist mir zu schade. Obwohl, durchschauen könnte man da drauf machen. Dann brauchen wir wenigstens keine Analyse machen. Machen wir so. Das ist jetzt vielleicht Verschwendung, ich weiß. Aber, ja, kann ich leider nicht ändern. Wir werden eh nochmal eine neue Waffe bekommen. So, das Zombie-Band. Können wir doch bestimmt nochmal mehr HP oder so eine Kacke drauf machen, oder? Oder? Oder Abwehr? Ah. Nee, das ist es mir eigentlich nicht wert. X-Potions. Oh, mehr HP. Deshalb Sport bin ich. Das machen wir. Elixiere, 5 Stück. Nee, das ist es mir nicht wert. So, weiter geht's. So, was können wir da drauf machen? Ah, dasselbe mit dem... Nee, das ist es mir nicht wert, habe ich ja vorhin gesagt. So, Abwehr 5%. Da machen wir jetzt hier noch den Zombie-Schutz drauf. So, weiter geht's. Also, dann brauchen wir da auf jeden Fall nicht so viel Beiwasser, ne? So einfach ist das. So, Nachtpower. Ne, da machen wir nichts drauf. Aber vielleicht hier auf das Nothast-Dings. Machen wir auch einfach Zombie-Schutz drauf. Und dann kann der uns mal. Ah, jetzt muss ich kurz überlegen. So, sie hat auf jeden Fall keinen Zombie-Schutz. Lulu keinen Zombie-Schutz. Riku keinen Zombie-Schutz. Moment, gehen wir nochmal ganz schnell durch hier. Ich hab's gleich, sorry, das dauert halt länger leider. So, Oren, Yuna, Riku hat keinen Zombie-Schutz. Riku, Lulu. Riku und Lulu haben nur keinen Zombie-Schutz, okay. Riku und Lulu, das heißt, Riku und Lulu lasse ich am Anfang angreifen und dann umswitchen. Okay, los. Okay. Ah, ewig lange Aktion, ich weiß. Aber ich möchte hier nichts dem Zufall überlassen. Ich möchte den Penner jetzt tot sehen. Is on the other side, you know? I know. Uni is gonna. Und ich hab vergessen zu heilen, Mann. I know. I still haven't thought of anything. Me neither. What are we gonna do? We'll do something. We just don't know enough yet. Until we do, we really can't help Yuna. Let's go to Xanarkand. We'll find something there. It'll all come together. I know it. Hey. Hmm? Just now, you sounded like a leader, you know? Star of the Xanarkand Abes. Didn't anyone tell you? Aha! Ich hab Heilen vergessen. Hoffentlich wird das nicht zum Verhängnis. Riku,
run ahead and tell Auron. You are not fighting him alone! Just go, go! Now is your time to die. Prepare yourself, son of Jekt. Not if I can help it! Save some for Kimari! Lady Yuna, it is a pleasure. Yuna. Ascending so soon? Allow me to say something to the last Ronso before I leave. Yours was truly a gallant race. They threw themselves at me to bar my path. One after another. No. Kimari. You could end the suffering of this poor Ronso. I don't understand you. Allow Kimari to die and release him from his pain. Das ist halt das Problem, er kennt unseren Weg, den Weg eines Mediums. Und dadurch kann er uns immer wieder auf unserem Weg begegnen. To destroy, to heal, Spira, I will become Sin. Yes, with your help. Come with me, Yuna. Once I have become the next Sin, your father will be freed again. What do you know? Jetzt geht's ans Eingemachte, du Penner. Wir machen dich platt. Wir machen dich platt. Your hope ends here. Wir werden sehen, mein Freund. Naja, ist klar. Lol, jetzt macht das direkt miteinander. Das ist ein Penner, ey. Ach, ist das ein Penner, ey. Fuck you. Do you not want to heal Spira's sorrow? Let death carry you off into peaceful slumber. You can't run from your fate. Zauberabwehr, ja gut, das bringt uns auch einen Scheiß. Das bringt uns irgendwie auch einen Scheiß. Manchmal hast du Haska, obwohl einer schon tot ist. Tja, hast du so gedacht, oder? Du Arsch. So, Auron muss eigentlich nur noch angreifen jetzt. Bestimmt immun gegen Kraftbrecher. Natürlich. Bam, 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 bam. Wir heilen zuerst. HP hat er, der Arsch. 70.000. So, einmal was klauen und dann kann Rico schon verschwinden vom Feld. Machen wir den Meisterruf? Ich denke schon, oder? Und zwar mit... Eigentlich spielt es keine Rolle. Shiva oder X, wenn ich mit Shiva sehen. Komm schon, gib's ihm, Baby. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, außer heilen.
Dieser scheiß Illumi-Krempel, Mann, der gibt mir so viel Nüsse. Ah, natürlich tut er wieder meine Bestia One-Hitten, ey. Protes? Kann ich verarschen? Der macht Protes auf sich, der Wichser! LOL! Was ist das denn für eine Scheiße? Moment, wenn wir Hassgar machen. Ah, da kommt sie auch nicht nochmal dran. Scheiße. Ach, der Wichser macht Hassgar. Oh Mann, Alter. Moment, wenn wir Magiebrecher machen, theoretisch. Immun. Oh nein. Oh nein, zwei werden sterben. Ja. Alter Vater, macht der einen Konter in die Fresse, du Arsch. Da wären wir jetzt schon down, wenn wir keinen Zombie-Schutz hätten. Das ist mega krass, ey. Oh, wie oft der dran kommt, Mann. Wenn wir Hassgar machen, kommen wir sogar gar nicht mehr dran. Guck's dir an. LOL? Was ist das denn für eine Scheiße? Hältst du das aus, oder? Hä, wie können wir denn verflucht sein? Wir haben Zombieschutz. Hä? Hä, wir haben Zombieschutz. Ach, das ist gar nicht. Das ist nur einmal. Oh, fuck. Oh, das versaut mir meinen ganzen Plan, Mann. Na, der macht jetzt bestimmt hier seine Scheiße da, ne? Destruktionsarsch-Gedöns. Ach, das. Ach, ich dachte, das schützt dann immer. Nicht nur einmal. Ah, hammer öde, ey. Ach, das ist jetzt mega öde, ey. Ich dachte, das schützt halt für immer, ey. Aber klar, ist Zombie-Schutz, nicht Zombie-Ball. Ah, jetzt wissen wir den Unterschied. Jetzt wissen wir den Unterschied. Mussten wir schmerzlich erfahren. Nee, schau mal, der hat gar keinen. Hä? Hä, jetzt hat er auf einmal keinen Zombie mehr? Achso, wir haben ja Weihwasser drauf gemacht. Ich bin doof. Sorry, mein Fail. So, wir müssen dringend heilen. Am besten Auron. So, du warst dran, Schatzi. Du musst jetzt leider weichen. Wir brauchen Lulu. Ah, das heißt brauchen. Auron, meine Kampfbestie, die muss jetzt hochgebufft werden bis zum geht nicht mehr. Holzen der Klinge. Hm, theoretisch könnte das Auron überleben. Theoretisch. Oh Scheiße, das war's. Alter Vater, ey. Was ein Boss, ey. Was ein Boss, ey. Alter Schwede, ey. Was ein Boss, ey. Verdammte Axt. Oh, shit. Oh, haben wir öde, ey.
Alter Vater, ey. Gar nicht schäbig, ey. Da beneide ich ihn fast. Bitte. Hinter wäre Abwehr geiler, aber der Spheroid, den möchte ich dafür nicht opfern. Kimari. Ja, Waka. Ach, Waka, ey. So, jetzt müssen wir nochmal durchheilen, beziehungsweise nochmal schauen, ob die Ausrüstung stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Na, Kimari, der kriegt diesmal keinen Zombie-Schutz, leider. Okay, müssen wir nochmal heilen. So, jetzt nochmal ganz kurz überlegen. Auron auf jeden Fall. Ah, Rico verreckt halt so schnell, verdammte Scheiße. Ja, wir müssen es so machen. Können wir irgendwie die 5 Sequenz jetzt wegdrücken? Ansonsten schneide ich es ja jetzt raus. Pitiful mortal. Your hope ends here! And your meaningless existence with it! Ach, der mit seinem Destruktionsscheiß. Warum bin ich denn verflucht, Mann? Was soll der Scheiß, Mann? Ich hab Zombie-Schutz an, verdammte Wichse. Was soll der Scheiß? Mann! What? Ich verstehe das nicht. Sorry, aber ich verstehe das nicht. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Passt gar auf jeden Fall. Sie muss sich ihren Müll kommen. Ihren Müll heilen da. So. Gibt's Feuer auf die Schnauze? Sex. So, wie machen? Wie machen Meisterruf? Nein! Ah, scheißegal. Weil Fares macht hoffentlich auch genug Schaden. Ja, macht auch 10.000, sehr gut. So, jetzt hat er sich Brotes schon gekriegt. Und Wichser, ey.
Wir haben halt kein Anti-Zelt, das ist halt hammer öde, ey. Wie war das noch gleich? Reflect macht. Nee. Haben wir nicht mit. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, wir haben noch Hast, okay. Ja, so kämen wir zweimal dran. Dann machen wir jetzt noch nicht die Ekstase. Dann machen wir jetzt. Gute Breaker, ja. Wir könnten uns theoretisch nochmal heilen. Das machen wir auch. Und dann greifen wir an. Ach du Wichser, ey. No, nein. Und zwei tot. Warum macht das so scheiße viel Damage, Mann? Das ist doch abnormal. Wenn wir uns Hass geben. Oh, bringt uns einen Scheiß, Alter. Oh, fuck it, Mann. Wir sind schon wieder tot. Mega Phoenix. Auch wenn es weh tut. Mega Phoenix. So, wir kommen nochmal dran. Haska. So. Wir werden uns heilen. Und mit Lulu werden wir switchen, weil Lulu hat jetzt gemacht, was sie sollte. Kimari ist jetzt dran. Mal gucken, ob der hier Damage machen kann. Kimari. Oh, die Waffe sieht cool aus. The spirits of the Ronso will guide Kimari's spear. Angriffskraft gesteigert. Hoffentlich bringt das was, ey. Wir müssen nochmal heilen, damit Auron gewappnet ist. So, jetzt gibt's Ekstase in die Schanauze. Beziehungsweise, wenn wir. Wir kommen nochmal dran, wenn wir die Ekstase auf später verschieben und nochmal Haska machen, wollte ich gerade sagen. Oh, shit. Er hat natürlich zu wenig MP, der Spacken. Do you not want to heal Spira's sorrow? Halt die Backen, Mann. Death carry you off into peaceful slumber. Halt die Backen. You can't run from your fate. Genau, you can't run from your fate, motherfucker. Ja. So. Und sie heilt sich nochmal, weil ich nicht weiß, was der Penner jetzt macht. Na, immer ein bisschen schneller dran kommen. So, Yuna. Du musst, glaube ich, erstmal weichen, weil ich glaube, du überlebst das Kreuzen der Klingen nicht, falls es kommt. Tombola, let's go. Lass uns überraschen. Feuer, okay. Scheiße wieder. Müssen wir wieder. Weil wir das alle irgendwie überleben, muss ich eine Mega-Potion einschmeißen. Natürlich macht der Kimari tot, dieser kleine Drecksau. Ach Mann!
ficken, ey. Awaka hat noch Hast. Geil. Ich muss trotzdem den Mega Potion einschmeißen. Wer weiß, was jetzt passiert. So, jetzt wird Hass gezaubert. Und es könnte sein, dass er jetzt mit seinen scheiß Klingen ankommt. Deswegen. Wenn er mit den Klingern kommt, wird Kimari das nicht überleben. So, das ist gut. Bisher gar nicht scheiße. Kommt jetzt Titus dran. Yuna war dran, Lulu war dran und Riku war dran. Eigentlich ist es gar keine schlechte Alternative. Salto hier. Gib ihm. Otis ist halt die Grütze jetzt, ne? Ups, sorry, nicht dem hast eben, alter Schwede, ey. Klar, direkt nachdem er dran war hier, Oren. Scheiße. Warte mal, irgendeiner von meinen hatte doch noch Hast, oder? Hatte sie noch Hast? Kann ich kurz kontrollieren? Nee, sie nicht. Hatte Yuna noch Hast? Wo ist ein Medica da? Nee, sie hat auch keinen Hast. Aber einer, wir brauchen einen starken, der das überlebt auf jeden Fall. Hat Waka noch. Oh, Waka hat noch Hast. Das ist gut. Was soll ich denn jetzt machen? Moment. Ach, können wir gar nicht machen. Ah, ich wollte Dings Brotes machen, aber das kann ich ja nur mit Riku. Ich könnte ihm Bodyguard geben, aber das bringt uns glaube ich nichts. Ich greife einfach so an. Kreuz der Klingen, das ist gut, die halten alle was aus. Das sollten alle drei überleben. Kimari wird dann wahrscheinlich wieder hingerichtet. Destruktionsspeer auf Kimari. What a fucking shocker. Mega Potion. Müssen wir. Geht nicht anders. Du hast den schon gekillt, du Blödmann. Blödmann, ey. Ach, hat der schon wieder keine MP. Ach, deswegen, ich hasse das, ey. Ich hätte das eigentlich ihm geben, also Dings geben sollen. Titus, weil der mehr MP hat und nicht Oren. Wie, ach so, da hat er Schutz. Oh, du Tölpel. Wir basteln mal eine Runde. Mit Kraftzetteln durch die Gegend. Kann da noch ein paar. Wo muss er denn? Lol. Kraftzettel. Da. Sollte eigentlich...
Brotes und Shell geben. Bin mal gespannt, ob das stimmt. Oh, Hast gibt das auch. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ah, die Ulti spare die Ekstase spare ich mir für Heilen gleich. Die Himmelswind und sowas. Fast die Hälfte haben wir schon runter. Läuft eigentlich gar nicht scheiße für uns. Eigentlich. Wie sieht's HP-mäßig eigentlich aus? Eigentlich gar nicht scheiße. Orange bräuchte ein bisschen. Oh, die hat ja Vitra, stimmt. Ah, das heilt natürlich jetzt auch weniger. Aber der kommt da schon mit Antiflat, der Kumpel. So, gehen wir auf Wacker. Der hält trotzdem mehr aus. Ach, scheiße, hab ich eine Heilpotion. Okay, Mario wird wieder sterben. Aber jetzt bloß nicht in irgendeiner Form Gedanken fehlen. Oder dem irgendwie eine scheiß Kompo machen lassen. Und dann ist alles gut. Das kostet halt jetzt jede Menge Mega-Potions leider, aber es geht nicht anders. Ich will den Penner tot sehen, ey. Ich will mal gucken, was für ein Element jetzt kommt, Augen zu machen. Blitz, okay. Nach Feuer kommt das. Oh, scheiße. Der Fleck ist nicht so geil. Illumi-Effektor im Auto-Angriffsmodus. Was auch immer das bedeutet. Was auch immer das bedeutet. Reflect ist mega unsexy, Alter. Haben wir da irgendwas, was man... Hat sie vielleicht irgendwas, was sie verwenden kann, was... Panzerbrecher. Absorbiert gegnerische MP, absorbiert gegnerische HP und MP, erteilt Protoss, erteilt Shell, erteilt das Protoss auf die ganze Gruppe? Nee, ah, schade, das wäre geil gewesen, ey. Ach so, wir wollten ja mal testen, ob wir den vergiften können. Ah, das macht er dann, das reflektiert er ja dann. Ach, oh, ist das behindert jetzt, ey. Wie mache ich denn das jetzt, wenn er alles reflektiert? Alter, ja. Ich habe kein Anti-Z, eine Scheiße. Ach, fuck. Wie mache ich denn das jetzt, Mann? Ohne Anti-Z. Ach, das ist ja ein bisschen öde jetzt, ey. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Die einzige Möglichkeit ist, mit Yuna da ein bisschen HP runter zu kratzen. Wie viel Life hat er noch? 27.000. Bahamut, gib's ihm. Ja, die Folge wird ein bisschen länger werden. In der Hoffnung, dass wir ihn auch schaffen jetzt. In der Folge. Komm schon, bitte. Irgendwie. Aber Reflekt, dann nimmt er gar keinen Schaden. Oder ist das Reflekt, zählt das nur für Zauber? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Aber ich zähle das für alle zu Fantasy Rules, so viel ich weiß. Alter, über 10.000, das erste Mal. Bam! Death awaits you. Geil, Mann, Bahamut. Du bist die geilste Sau, Mann. Erst einmal über 10.000 Damage gemacht. Das war ziemlich nice. Wenn er jetzt Kreuzen der Klingen macht, ist Yuna Asche. Das wäre nicht so nice. Was machen wir denn da? Wir könnten auf Riku switchen. Oh, das könnte unseren Tod bedeuten gleich. Nee, das machen wir nicht. Weil schau dir mal die Leben an. Wenn ich Yuna jetzt... Ich könnte es ja mal probieren, spaßeshalber. Yuna jetzt Hast gebe. Verteilt Hast. Was war das? Die Schokobo-Feder, ne? Kommt sie nicht vor dem Boss dran. Wenn der Klingen der Scheiße macht, dann bedeutet das, Riku und Yuna sind tot und Kimari stirbt direkt im Anschluss wegen dem Destruktionssperr. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der das überlebt. Und das kann nur Oren überleben. Also kann natürlich auch theoretisch Waka. Aber... ich mach mal Bodyguard. Flair? What the fuck? Nee. Okay. Illumi-Effektor ist bereit für Spezialmagie. Was ist das? Wie viel Life hat er noch? 11.000. Theoretisch könnten wir versuchen, ihn jetzt fertig zu machen. Unsere Chance. Entweder das klappt oder wir sind komplett am Sack. Könnte unseren Kopf kosten jetzt. Vielleicht, wenn Illumi sich nochmal Leben von ihm saugt, zusätzlich, dann stirbt er durch sein eigenes Vieh. Oh, bitte. Irgendwie. Illumi eintauchen. Ja, Mann, jetzt hat er nicht mehr viel. Death awaits you. Jetzt hat er nicht mehr viel. Bitte, irgendwie. Irgendwie töten. Das sind jetzt noch ein paar hundert oder so. 452. Irgendwie. Bitte, 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 bitte. Oh, die Ex... Die Tja. Ich habe keine Alternativen mehr. Komm schon, bitte. Bitte, Kimari. Stay up there! Das war eine harte Nummer, ey. Dunkellanze. Und ein Level 4 Sphero-Pass. Oh, what a fucking shocker. Wir bekommen tatsächlich einen Level 4 Sphero-Pass. Ich fass es nicht. He will become Sin with my help. Lies. Forget them. If he becomes Sin, Sir Jekt will be saved. Oh Gott, da hat sowas aufgeschnappt. We're leaving. You know something, tell me! Tell me. Sin's... my old man.
You hit your head. Sin is my old man. My old man became Sin. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man's spirit is suffering. Sorry. Even knowing that Sin is your father, still, you know I must. I know. Let's get him. I think my old man would want that. You'd fight your own father? Yeah, no problem there. About your old man. You sure this ain't some kind of bad toxin dream or something? Then, Chapu. I think I'll just pretend I didn't hear nothing. I'm getting a little confused, yeah? Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive, soon. Oh, fuck, war das ein Kampf, ey. Puh. Gott sei Dank. Ey, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist die Scheiße hinter uns, ey. So, ich werde mich kurz nochmal umziehen. Ich weiß nicht so genau, was ich da wirklich auf Dauer anziehen soll. Ja, dieses Schutz hat es irgendwie nicht gebracht, ey. Muss ich leider sagen. Verschwendetes Geld, rausgeworfenes Geld. So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber ja, wir haben den Kampf geschafft. Wie auch immer. Ich glaube, noch eine Angriffswelle hätten wir nicht überstanden. Dieses Reflect, ich bin mir nicht ganz sicher, was das macht und oder was das nicht macht. Aber wir müssen hier ganz dringend, das weiß ich, die Folge beenden. Wie es weitergeht, ob wir jetzt in Sanakant ankommen, das, meine Lieben, das, mein lieber Zuschauer, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, auch wenn viel Skillerei auf dem Sphärobrett und Umbastelei und sowas war. Aber der Kampf, alter Schwede, da musste sich drauf vorbereitet werden. Ich war mächtig unterlevelt, wobei unterlevelt nicht das richtige Wort ist, sondern auf dem Sphärobrett einfach zu lange halt auf bekannten Wegen unterwegs gewesen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen eher schon auf einen neuen Weg gehen sollen, um halt Haska eher zu haben, um eventuell Protest zu haben und. Aber nun gut. Und vielleicht sogar Anti-Zed zu haben. Anti-Zed haben wir bestimmt auch irgendwo auf dem Sphärobrett. Aber das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge, egal wie lange, also egal ob jetzt hier dahinter schon Sanakant liegt oder nicht, werden wir auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen, in der nächsten Folge Sanakant oder das, was davon übrig ist, erleben. Ich hoffe, diese Folge, wie gesagt, hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, du freust dich auf Sanakant. Und ja, kannst du mir ja gerne schreiben. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn du in der nächsten Folge von Final Fantasy X HD wieder mit dabei bist. Ich bin Verity und ich bin jetzt weg. Bis dann. Bye bye. Und tschüss.